klappt besser wie auf dem Schiff. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind gerade eben angekommen in Oberstdorf und befinden uns im Hotel. Und ich zeige euch jetzt erstmal eine kleine Roomtour und dann gibt's eine Bergtour. Komm mit! Wir haben hier ein wunderschönes Landhauszimmer mit einem schönen Schrank, mit einem schönen Bett. Wir haben sogar einen Keks bekommen, was ich echt gut finde. Und es sieht einfach wunderschön aus. Ich finde die Farbgebung echt toll. Und es ist natürlich ganz normales Doppelzimmer, jetzt nichts Besonderes, irgendwie krasses, suitenmäßig. Wir haben Teppiche. Das sind flauschige Teppiche. Okay, das finde ich schon mal gut. Wir haben ein bequemes Bett. Wir haben bequeme Sessel vor allem. Wir haben den Fernseher. Wir haben, das ist der Kühlschrank. Ich habe gehört, dass jedes Zimmer einen Kühlschrank hat. Lass mich raten, ist die Minibar. Irgendwo ein Tisch. Aussicht sieht man jetzt natürlich nicht, weil es ist halb nachts, aber es ist trotzdem schön. Schauen wir mal, wir gucken trotzdem schnell raus. Ah, haben wir so Terrasseplatz? Weil das ist immer alles mit Balkon oder Terrasse, wir haben Terrassenplatz. Mach zu, es wird kalt. Es zieht. Übrigens, ich habe gerade meine Probetermin zwecks Hochzeitsfrisur gehabt. Sieht das nicht schön aus? Sieht voll Hammer aus, Leute. Findet ihr nicht auch? Oh, gefällt's dir, Schatz? Es ist hammermäßig. Oh, voll süß. Also, es ist richtig so. Oh. Ich finde es voll schön. So. Schatz, ja. Wollen wir noch das Bad anschauen? Bad. Bad. Ich finde die Türe cool, guck mal. So, bergmäßig. Hast du erkannt, welcher das ist? Ein Berg. Wir haben hier das klassische Waschbecken. Ich noch eine Jacke, hallo. Hallo. Und eine schöne Dusche mit Glaswand und nebendran das Klo. Kann man beides auf einmal machen. Aber wunderschön. Also ich finde Zweisamkeit während dem Pinkeln. Wer braucht es nicht? Ja, zu Hause. So, auf geht's, wir packen aus. Genau, denn wir müssen gleich zum Essen. Wir haben es relativ eilig sogar. Ja, ja. Das Hotel, in dem wir waren, besteht aus mehreren einzelnen Häusern. Die sind aber unterirdisch mit ganz vielen Gängen verbunden, was echt cool ist, weil man da nicht in die Kälte raus muss. Zum Essen, das war richtig nett. Schaut mal, wie schön der Tisch gedeckt war. Da hatten wir so ein Drei-Gänge-Menü, weil das einfach da halt da war. Domi hatte als Vorspeise eine französische Zwiebelsuppe und ich hatte als Vorspeise eine Frischkäserolle mit Honig, Walnüssen und diversem Grünzeug. Anders als gedacht, aber lecker. Als Hauptspeise hatte Domi eine Forelle mit Rösti und so ein bisschen Tomatengemüse. War sehr leicht, aber sehr lecker. Wir haben natürlich hin und her probiert, ganz klar. Und ich hatte die vegetarische Variante. Ich hatte Brezenknödel mit Pilze. Und Rahmsoße. Als Nachtisch hat sich Domi was von dem Käsebuffet geholt. Und zwar einfach diverse Käsesorten. Er hat einfach noch Bock drauf. Und ich hatte die süße Nachspeise. Und zwar Creme Brûlée mit Obst. Und was dieses Orangene ist, wir haben ewig rumgerätselt. Keine Ahnung. Also gebt mal Bescheid, falls ihr die Dinger kennt. Einen guten Schatz. Dankeschön. Wir sind vom Essen wieder zurück im Hotelzimmer und ich habe mich jetzt hier mal auseinandergebaut, beziehungsweise Domi hat mir geholfen und hat mit ganz, ganz, ganz viel Liebe auch die ganzen Klammern ausgebaut. Und ihr wisst ja, wir machen immer Kaffeewetten und deswegen haben wir eine Kaffeewette abgeschlossen, wie viele Klammern in meinen Haaren sind, weil ich habe dasselbe, ich habe da gar keine Erfahrung und ich habe da auch nicht wirklich was mitbekommen, wie viel da drin ist. Und nun ja. Domi hat gesagt 6 Stück. Ich habe gesagt 8 Stück. Sagen wir es so. Wir haben ganz knapp daneben geschätzt, aber ich habe die Kaffeewette gewonnen. Und tatsächlich waren das einfach 47 Klammern. Unglaublich. Was vor allem total krass ist, dass 47 Klammern erstens da drin Platz finden und zweitens so, dass man die nicht sieht. Das ist unglaublich. Ich gehe jetzt duschen. Übrigens mega witzig. Top, wenn man hier so ins Hotel kommt und kein Make-up-Entferner dabei hat.
Wie praktisch, dass es mega wasserfest ist. Ich glaube, das wird interessant aussehen morgen auf dem Berg. Es hat tatsächlich geschneit über die Nacht und aus dem, ihr habt es ja gesehen, eigentlich leicht verregneten und schneefreien Oberstdorf sind wir jetzt in eine richtig schöne Winter-Weihnachts-Wunderlandschaft geraten und können uns jetzt hier unseren Weg bahnen. Ein bisschen holprig, wie ihr merkt, aber das gehört einfach dazu, wenn man jetzt in die Berge kommt. Und bald sind wir am Parkplatz angekommen und dann geht's los. Unser Ziel für heute ist der Sonnenkopf. Ich bin mal gespannt, ob wir da ankommen, weil dadurch, dass es jetzt über Nacht so viel Neuschnee gegeben hat, es ist fraglich, wie die Wege begehbar sind. Das werden wir sehen. Theoretisch sind es aber 2,25 Stunden, ungefähr 640 Höhenmeter bis zum Gipfel. Und dann schauen wir mal. Wir haben für uns für den Abstieg noch was Spannendes mitgenommen. Freue ich mich sehr drauf. Der Weg beginnt zuerst relativ flach und zwar entlang dem Wirtschaftsweg. Ihr seht auch, hier ist noch relativ wenig Schnee gelegen. Ein bisschen weiter oben, da kreuzt man dann links ab und zwar in Richtung dem Wiesenhang. Ab da ist es dann so ein ganz klassischer Bergtrampelpfad, sage ich mal. Aber das Schild ist auch direkt da, mit Sonnenkopf könnt ihr also nicht verpassen. Und je höher man gestiegen ist, desto mehr Schnee ist irgendwann gelegen und desto unwegsamer wird das Ganze natürlich auch. Es ist hier immer mal wieder so im Wald, dann wieder im Wiesenhang, dann wieder im Wald, dann wieder an der Grenze von beidem. Aber grundsätzlich ist der Weg relativ gut ersichtlich, außer man kennt sich jetzt vielleicht gar nicht aus und hat gar keine Erfahrung. Dann würde ich es nicht empfehlen. Weil wir hier sehen können, zum Beispiel ziemlich weit oben, da ist es dann natürlich so, dass relativ viel Schnee schon liegt und der Weg grundsätzlich eher nicht mehr bzw. sehr, sehr schwer erkennbar ist. Also wenn man keine Erfahrung hat in der Wegfindung oder den Berg nicht kennt, dann würde ich nicht empfehlen, das im Winter zu tun, sondern lieber im Sommer mal vorbeischauen vorher. Im Wald hat man auch gesehen, dass da deutlich weniger Schnee lag. Ich habe mir noch gedacht, oh, mit den nassen Wurzeln, hoffentlich geht es und so, mit Wegrutschen und allem. Aber das ging super, also viel besser als gedacht. Da waren andere Stellen definitiv problematischer. Aber auch hier im Wald, weil hier natürlich der Weg noch weniger erkennbar ist, ist das Wegfindungsthema genauso präsent. Wir sind hier an der Diana-Sutzhütte angekommen. Die ist nicht bewirtschaftet, aber man kann hier wunderschön Pause machen. Und schaut mal, da sieht man, wie viel Schnee hier liegt. Gar nicht so ohne. Aber das bedeutet, wenn wir an der Hütte angekommen sind, dass es gar nicht mehr allzu lang bis zum Grat oben ist. Endspurt. Ja, vielleicht ist ein bisschen rutschig. Kurz nach der Diana-Schutzhütte, so eine Viertelstunde ungefähr, ist man am Grat angekommen und ab da muss man dann noch so etwa 20 Minuten an dem breiten Grat oben entlang laufen. Und dann kommt man schon zu dem wunderschönen Gipfelkreuz vom Sonnenkopf an. Bergheil und Sonnenkopf, Schatz! Der Keil, yay! Ein richtiges Sonnensymbolchen, Schatz. Oh, ich glaube, das ist keins drin gerade. Das ist nur noch so Zettel und so. Es gibt kaum, oh, irgendjemand hat das Buch weggemacht. Schade. Ja, so. Wundervoll. Wir sind angekommen. Stellenweise war es ziemlich vereist, stellenweise war es ein bisschen schwierig, aber insgesamt ging es eigentlich relativ gut. Der Abstieg wird an manchen Stellen ein bisschen interessant werden. Normalerweise hat man einen wunderschönen Ausblick und zwar in die Richtung hier. Hier hinter mir ist normalerweise nämlich auf der Seite der Enzenkopf, auf der Seite des Nebelhorn mit dem Hin- und Langklettersteig, mit dem großen Daumen und so weiter. Heute ist die Aussicht so mittel. Mittlerweile. Ja, alles klar. Da drüben im Sommer kann man weiterlaufen Richtung Heidelbergkopf. Der hat kein
Gipfelkreuz und dann noch Richtung Schnippenkopf und dann theoretisch noch Richtung Entchenkopf, das ist aber schwierig. Oder dann hinten runter, das ist eine große Tour, die hat so etwa 900 Höhenmeter, also na, geht so nicht, so groß ist die nicht. So 959 Höhenmeter bis 13, 14 Kilometer geht voll, aber das ist nichts für den Winter, weil dafür ist es zu schmal und zu schwierig. Also zumindest für uns, meine Haare sind mittlerweile eingefroren. Die stehen einfach nur noch waagrecht raus. Sehr gut. Das heißt, ich ziehe jetzt meine Mütze an und dann machen wir schon Pause, Käffchen und dann ab. Auf eine geschützte Waldstelle, wo man ein bisschen mehr verweilen kann. Oh, danke schön. Mütze. Übrigens, ich mag das überhaupt nicht, wenn Haare so unter der Mütze an meinem Gesicht sind. Ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, Komplexe, keine Ahnung. Eine von vielen. Deswegen gibt es hier... Das, die habe ich schon ganz, ganz lang. Die habe ich wirklich schon Ewigkeiten. Die hat mir meine Mama, die mir die mal geschenkt zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Ich weiß es gar nicht mehr. Das war mein Geschenk. War das dein Geschenk? Ja. Stimmt, du hast mir die geschenkt. Meine Mama hat das mir noch eine gestrickt. Die blaue. Genau. Stimmt. Oh, sorry, Schatz, die hast du mir geschenkt. Oh mein Gott. Boah, ist das kalt jetzt gerade runter. Ja, auf jeden Fall, guck mal, das ist voll, voll praktisch. Und dann hat man eine Mütze, die verrutscht nicht und die Haare sind trotzdem nicht im Weg. Die verlinke ich euch unten in der Infobox übrigens, falls es die noch gibt. Ich suche mal. Aber jetzt erstmal Kaffee, oder? Ja. Nebliger Gipfelkaffee zum Wohl und Bergheil. Bergheil-Käffchen. Das ist ein richtiger Eiskaffee. Mhm. Er ist deutlich kälter als im Laden im Kühlschrank. So macht der Abstieg Spaß. Go, go, Schatzileini. Wuhu! Okay, da geht's dir mal auch richtig gut ab. Alter Falter. Was man immer bedenken muss, ist, dass ganz viele Stellen der Tour, also ein Großteil, weil er da nicht einfach rutschen kann, weil die Gegebenheiten nicht so... Man braucht schon gewisse Umstände dafür. Relativ glatt soll es sein, richtige Steigungen etc. Oder im Tiefschnee funktioniert es natürlich auch nicht. Gerade nicht mit sowas, was wir dabei haben. Das sind dann wirklich so die einzelnen Spurenlagen. Und ansonsten haben wir hier dann noch entsprechende Stücke, die einfach, wo wir beim Aufstieg enorme Probleme hatten. Und ich mir einfach voll gespannt bin, wie Dina sich dabei anstellt. Aber momentan läuft es echt gut. Weggecheckt. Ah! Oh, das war. Oh. Ich glaube, das wird mein Arsch wird hier nicht durchpassen. Mein Arsch wird hier nicht durch. Na! Mein Arsch passt hier durch! Oh mein Gott! Nee, passt er nicht. Geil. Oh! Ah, das sind so. Oh. So, das sind so Eisbeulen dazwischen, du, ey. Boah. Da war auch keine Spur vorher. Hi. Hat sich vielleicht ein bisschen viel Schnee aufgetürmt? Wie ihr gesehen habt, war die Fahrt teilweise relativ rasant, also bitte beachtet hier, dass ihr das nur macht bei Bergen, wo ihr wisst, dass keine Felsspalten, keine spitzigen, krassen Felsen unter dem Schnee sind und vor allem, wo keine Lawinengefahr besteht. Also nicht einfach drauf losrutschen, sondern bitte natürlich immer schön den Kopf dabei einschalten und verantwortungsbewusst mit dem ganzen Thema umgehen. Dann macht es nämlich auch Spaß.
Jetzt sind wir fast im Auto und haben nur ein ganz kleines Stück gelaufen. Konnten mehr rutschen als gedacht tatsächlich. Wir sollten noch eine Wette abschließen. Wir brauchen Kaffeewetten. Oh, stimmt. Wie viel Uhr ist es? Ich habe die ganze Zeit nicht drauf geschaut. Ich glaube, du auch, ne? Nee, habe ich auch nicht geschaut. Was sagst du? 15.12 Uhr. Meine Wette, ich habe es natürlich vorher schon überlegt, hatte, war 14.50 Uhr. Ich bin so optimistisch. Kaffeewette? Kaffeewette. Kaffeewette, wer näher dran ist. Meine Tendenz war so 2,5 Stunden hoch und relativ flott runter. Ich habe gesagt 3 Stunden hoch, weil wir echt lahm waren. Aber runter halt zwar schnell, aber es ist trotzdem mehr, wie man denkt. Zeit für die Wahrheit. Ja. Oh, mein Handy ist an, warum auch immer. Wie viel haben wir es? 15.50 Uhr. Oh, 15.05 Uhr. Ja. 10 vor 4. Ha, mein Kaffee. Oh Mann. Das sind die schlechten Sportler hier. Immer die schlechten Verlierer hier. Aber er kann sich ein bisschen aufregen, weil die letzten Kaffeewetten habe alle ich gewonnen. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt 4 Kaffeewetten in Folge hab, wo du Kaffees auf dich gehen. Hier, bitteschön. Mein Bart ist nimm mal reinig. Deine kalten Handschuh-Ding oder so. Naja. Ich würde sagen, wir verabschieden uns auch. Es war eine wundervolle Tour mit sehr viel, keine Ahnung, blauen Flecken an meiner Hüfte wahrscheinlich. Mein rechter Oberschenkel hat mal voll Schlag abbekommen. Das wäre so die nächste Kaffeewette. Wer hat mehr blaue Flecken? Das reicht. Okay ja. Wir sehen uns das nächste Mal. Da sind wir. Ja, meine Haare sind eingefroren, ich weiß. Sieht so dumm aus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.